Hallo ihr Lieben, heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes wie immer vorweg, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Schätzchen hier von euch bekommen habe und ja, ich hatte ja in meinem Neuerscheinungsvideo gesagt, dass ich so ein bisschen Angst vor diesem Buch habe, da es für mich schon sehr Richtung Bourbon Kings geklungen hat. Und ihr wisst, Bourbon Kings ist das beschissenste Buch, was ich jemals gelesen habe. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen Angst vor diesem Buch, weil es für mich sehr stark in diese Richtung geklungen hat, wie Bourbon Kings. Und es war Jennifer L. Armentrout. Es hätte mir von Anfang an eigentlich klar sein müssen, dass meine Ängste total unbegründet sind, aber ich war da lieber erstmal ein bisschen skeptisch, bevor ich dann komplett enttäuscht wurde, aber es ist Jennifer L. Armentrout. Diese Frau kann mich einfach nicht enttäuschen. Dieses Buch hat mir so unglaublich gut gefallen, das glaubt ihr gar nicht. Ich finde dieses Buch jetzt schon extrem gut. Ich freue mich schon auf die zwei weiteren Teile, die hier noch erscheinen werden. Und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es in diesem Buch hier geht. In diesem Buch geht es um Julia oder Julia oder wie auch immer man sie jetzt aussprechen möchte. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Julia, weil ich habe auch immer Julia gelesen, weil es ja ein amerikanisches Buch ist. Und ja, die liebe gute Julia hat eine Ehe hinter sich, die scheiße war und hat sich in ihrem Leben jetzt neu sortiert wieder und ist zurück damals in ihre Heimat gezogen, wo die Ehe gescheitert ist und arbeitet als Krankenschwester in einer Pflegeeinrichtung. Und ja, Julia bewirbt sich im Suff auf eine neue Position und sie bewirbt sich auf eine Pflegestelle über eine Agentur. Wen sie jetzt genau pflegen soll, das weiß sie noch nicht, das erfährt sie dann erst vor Ort, aber da ihr das Ganze über eine Agentur vermittelt wird, denkt sie sich, ah, das wird alles schon irgendwie ganz koscher sein und das wird alles schon irgendwie funktionieren. Und an ihrem letzten Abend tut Julia mit ihren Freundinnen nochmal richtig einen drauf machen und tut eine Abschiedsparty quasi mit ihren Freundinnen haben und feiern und ja, lernt auf dieser Abschiedsparty Taylor kennen. Und Taylor ist einfach ein Bild von einem Mann. Ich glaube, ich muss das jetzt hier nicht näher ausführen. Er sieht einfach unglaublich gut aus und sie fühlt sich natürlich sofort zu ihm hingezogen. Und sie kommt dann mit ihm ins Gespräch und schlussendlich nimmt sie ihn mit nach Hause. Und ja, in dieser Nacht lernen die beiden sich halt noch ein bisschen näher kennen. Und ja, Taylor verschwindet dann allerdings gleich wieder, nachdem sie, naja, ihr wisst schon, sich näher kennengelernt haben. Und ja, Julia ist ein bisschen enttäuscht und traurig und denkt sich so, okay, ich habe noch nie einen One-Night-Stand und vielleicht macht man das halt einfach so, ich weiß es nicht. Shit happens, ich werde den Typen nie wiedersehen, schön war's und ich werde jetzt einfach meinen neuen Job antreten. Und ja, so macht Julia sich auf den Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle in New Orleans und ja, als sie dort ankommt, ist sie erstmal sehr geschockt, denn sie erfährt, dass sie für die Familie De Vincent arbeiten soll. Und die De Vincent sind alter Geldadel quasi, das ist eine sehr, sehr reiche Familie, die reichste Familie in den Südstaaten und sie ist eine sehr skandalumwobene Familie und Julia denkt sich so, okay, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Und ja, es wird natürlich noch schlimmer, denn plötzlich steht Taylor vor ihr. Nur Taylor heißt eigentlich gar nicht Taylor, sondern Lucien und ist der jüngste Spross der De Vincents. Und Julia kann das alles irgendwie gar nicht glauben und fasst das erstmal alles irgendwie gar nicht und weiß auch erstmal gar nicht, was sie von dem Ganzen halten soll. Entschließt sich dann aber schlussendlich zu bleiben und die Pflegestelle anzunehmen. Und ja, was mit Julia und Lucien in diesem Buch dann alles passiert, das ist es schlussendlich, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte von der Handlung her wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist wieder so eine Geschichte, die ich in diese Sexy-Crime-Richtung schon mitstecken würde, wie jetzt Deadly Ever After oder The Deadlist. Es ist jetzt nicht ganz so, dass jetzt hier ein Serienkiller rumrennt oder so, aber diese Geschichte hat schon sehr, sehr viele Krimi-Elemente und sie hat auch so ein bisschen was Mystisches, sage ich jetzt einfach mal, was ich richtig gut fand. Bei der einen Stelle, die ich hier gelesen habe, da saß ich hier abends alleine. Ich hatte nur so schummriges Licht an, sodass es gerade so zum Lesen reicht. Und ja, lese dann diese Stelle und dachte mir so, oh mein Gott, ich bin hier alleine. Oh Scheiße, ich bin für so einen paranormalen Mist absolut empfänglich. Und kennt ihr Paranormal Activities, wenn irgendwo sich Vorhänge bewegen oder Türen auf und zu gehen und Schränke und so sich öffnen? Und ja, solche paranormalen Sachen passieren hier in diesem Buch auch und das hat auch einen bestimmten Grund. Den werde ich jetzt aber natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall habe ich das dann gelesen, diese eine Stelle, und dachte mir nur so,
Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Oh, ich kann damit nicht umgehen. Ich dachte, ich kacke mir dann echt halb in den Frack, ne? Also ich kann das nicht anders sagen. Ich bin da absolut empfindlich bei so einem Scheiß. So hier The Walking Dead und so ein Kram mit Abschlachten und Umbringen juckt mich nicht. Aber solche paranormale Kacke, Ich habe Paranormal Activities im Übrigen gesehen. Ich weiß, dass in diesem Film wirklich nichts passiert, außer dass sich irgendwelche Schränke bewegen. Aber das ist für mich total so ein Trigger. Das ist, nein, das geht einfach nicht. So, auf jeden Fall haben wir hier so ein kleines mystisches, paranormales Element in dieser Geschichte. Und ich fand das so gut, weil das die Geschichte einfach nochmal komplett aufgepeppt hat. Man hat dann immer sich gedacht, so mein Gott, wann passiert wieder etwas? Wann kommt nochmal sowas? Was steckt dahinter? Warum ist das so? Und ja, ich werde jetzt an dieser Stelle zu dieser ganzen Sache nichts weiter verraten. Das solltet ihr selber lesen. Aber ich fand es mega gut, dass es in der Geschichte mit drin war. Wie gesagt, ich fand, es hat die Handlung wirklich nochmal so ein bisschen aufgepeppt. Ansonsten hatte ich ja eben schon gesagt, es hat auch noch so ein paar Crime-Elemente und die fand ich auch richtig gut umgesetzt. Gerade das Ende war so mega schockierend. Da ist so eine abgefuckte Kacke am Ende passiert, wo ich mir einfach nur dachte so, oh mein Gott, hier ist eine kleine Fliege, dass ich mir einfach nur dachte so, oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist das wirklich so? Es sind Dinge vorher passiert, was einen das so ein bisschen vermuten lässt, aber man glaubt es einfach nicht, weil so viele Dinge auch wieder dagegen sprechen und es war einfach so gut. Dieses Buch, wie gesagt, war einfach von Anfang bis Ende wieder richtig gut. Ich liebe Jennifer Lawrence-Roth. Die Frau schreibt einfach so tolle Geschichten und sowas hier halt auch. Es ist nicht einfach nur ein erotischer Liebesroman, sondern es steckt hier schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und was das betrifft, freue ich mich auf jeden Fall auf den zweiten und dritten Teil. Gerade im zweiten Teil ist hier im ersten was rausgekommen zu unserem Charakter, der hier im zweiten Teil die Hauptrolle spielen wird. Und zwar ist das Gabriel de Vincent, das ist der mittlere Bruder. Und ich bin da sehr gespannt, was die Autorin draus macht. Auch was den ältesten Bruder Devlin betrifft, bin ich jetzt sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt, weil er wirklich so ein Mensch ist, wo man absolut keine Ahnung hat, was man von halten soll. Und ja, also was die Handlung betrifft, fand ich es mega gut. Ich freue mich auf die weiteren Teile. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch jetzt schon und bin so gespannt, wie es hier weitergeht. Was die Charaktere betrifft, fand ich Julia als Protagonistin in dieser Geschichte richtig gut. Sie ist ein super sympathischer Mensch. Sie ist ein absolut freundlicher Mensch. Sie ist ein absolut liebenswürdiger Mensch. Ich fand es halt einfach toll, dass sie so eine ganz normale, bodenständige Frau ist, die nicht irgendwie abhebt zwischendurch oder sich sonst was einbildet, sondern sie ist normal, sie bleibt normal, sie ist bodenständig, sie ist sehr, sehr liebevoll im Umgang mit allen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand sie mega sympathisch. Was unsere Nebencharaktere betrifft, wie Lucien oder seine Brüder oder die Angestellten, die hier noch in diesem Buch so ein bisschen mit einer Rolle spielen, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich fand, die haben alle sehr gut zur Geschichte beigetragen. Es gibt, wie gesagt, so ein, zwei Charaktere, wo man sich so ein paar Sachen denkt und dann im Laufe der Geschichte auch zusammenreimt und dann irgendwie denkt, ach nee, doch nicht. Und dann kommt doch alles ganz anders. Und ich finde, die Autorin hat hier wirklich eine richtig coole Geschichte geschrieben, was auch die Charaktere betrifft. Jeder spielt seine Rolle extrem gut. Und ich finde es halt toll, dass man nicht bei jedem Charakter gleich weiß, was so da dahinter steckt und ob es denn so ist, wie es scheint und ob man dem Ganzen halt auch glauben kann. Und ja, hat mir sehr gut gefallen von den Charakteren. Wie gesagt, Julia ist eine super Protagonistin und auch Lucien als ihr Gegenpart fand ich mega. Das Einzige, was ich halt wieder so stereotypisch fand, ist, er ist halt so übelst der Playboy und der Bad Boy und hat jede Nacht eine andere und kaum sieht er sie, sind alle anderen vergessen. Das ist ja immer so diese Standardentwicklung in solchen Büchern und das finde ich so ein bisschen schade, dass da nicht einfach mal was anderes passieren kann. Warum müssen es immer Bad Boys sein, die massenhaft Frauenverschleiß haben? Ich verstehe es einfach nicht. Aber so ist das nun mal. Ansonsten, was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in New Orleans auf einem wunderschönen Anwesen in einer mega, mega monströs großen, wunderschönen Villa und das ganze Buch spielt eigentlich dort bis auf den Anfang. Also alles spielt eigentlich komplett in dieser Villa auf diesem Grundstück und das hat mich auch absolut nicht gestört. Ich fand dieses Haus, wie das beschrieben wurde und was halt auch drumherum noch für eine Geschichte erzählt wurde zu diesem Grundstück und zu diesem Haus, das hat mir mega gut gefallen. Ich habe echt gedacht so, wow, das Haus möchte ich auch gern mal sehen, dieses Grundstück, diesen Rosengarten und diese alten Säulen und ich habe mir das richtig cool vorgestellt. Ich meine, jeder hat schon mal in irgendeinem Film wahrscheinlich so ein großes Haus gesehen, so eine alte Villa und ja, ich fand es super cool vom Setting her, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde New Orleans sowieso richtig cool. Ich mag es total. Die andere Geschichte von Jennifer Armentrout, Wicked, spielt ja auch in New Orleans. Also von daher ist eine sehr, sehr coole Stadt und hier auch ein sehr, sehr cooles Setting.
Ja, was den Schreibstil betrifft, ich glaube, ich brauche nicht sagen, Jennifer Armentrout, meine Queen, sie trifft halt on point meinen Geschmack. Sie hat hier wieder eine sehr, sehr tolle, sarkastische, witzige Art gehabt, die Geschichte zu erzählen. Und ich muss sagen, bis auf wirklich den Anfang, wo erotische Anteile drin vorkommen, so sagen wir auf den ersten 50 Seiten, haben wir hier im Nachgang vielleicht 2, 3 erotische Szenen, die dann wirklich aber aus Nachseite, ich glaube 270 oder so war es, kommen. Also man wird hier nicht wirklich gespickt mit extrem viel Erotik, was ich sehr, sehr gut finde. Es hält sich alles im Rahmen und ja, ich fand das Buch einfach mega gut. Ich freue mich auf den zweiten und dritten Teil. Ich bin gespannt, was mit den De Vincents hier alles noch passiert. Es ist auf jeden Fall nicht einfach nur eine Liebesgeschichte. Schaut euch das Buch unbedingt an. Wie gesagt, es sind hier so Krimi-Elemente auf jeden Fall noch drin und so ein bisschen was Paranormales kommt hier auch noch drin vor. Und ja, ich mag das Buch von vorne bis hinten. Ich mag die Charaktere, die Geschichte, das Setting, den Schreibstil. Es ist einfach alles so monströs, mega perfekt und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer lest dieses Buch. Es ist so unglaublich gut. Eigentlich könnte ich auch reinschreiben in meinen Titel Buchempfehlung. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich nenne es nicht Buchvorstellung, sondern Buchempfehlung, denn das ist eine richtig tolle Geschichte. Und mehr kann ich dazu eigentlich jetzt im Großen und Ganzen auch nicht sagen, außer lest dieses Buch. Es ist so unglaublich gut. Das war meine Buchvorstellung/Buchempfehlung zur Golden Dynasty von Jennifer Armentrout. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch kacke fandet. Meinung ist Meinung. Wir können gerne über verschiedene Dinge reden und diskutieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.